Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu HWK TV. Heute aus dem Bunker Marienthal im Kreis Ahrweiler. Dieses 17,4 Kilometer lange Stollensystem wird erstmalig in einem Teilabschnitt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und das in Form einer Video- und Fotoausstellung. Und da laufen die Vorbereitungen bereits seit mehreren Wochen. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie weit die Vorbereitungen fortgeschritten sind. Licht an und Tür auf zu einem ehemaligen Staatsgeheimnis. Der Regierungsbunker der Bundesrepublik Deutschland, 1997 außer Dienst gestellt und ab 2001 zurückgebaut, hat Geschichte geschrieben. Mit viel menschlichem und finanziellem Aufwand wurde ein weit verzweigtes Stollensystem unter den Ahrbergen errichtet, das jetzt erstmals zur Besichtigung einlädt. Diese noch weißen Wände hinter mir werden schon bald von einer Fotodokumentation über den Bunker geschmückt sein. Aber nicht nur diese Fotos werden zu sehen sein, sondern auch das Handwerk der Region wird hier ausstellen. Und da haben wir für Sie mal eine Goldschmiedin und eine Keramikerin besucht. Mit ihren Objekten wird Keramikermeisterin Anja von Becker Akzente im rückgebauten Atombunker setzen. Die kreative Keramikerin aus Königsfeld bei Ahrweiler findet die Idee gut, dieses Denkmal der Geschichte für eine Ausstellung zu öffnen, bei dem sich auch das regionale Handwerk einbringen und die Besucher überzeugen kann. Ganz im Kontrast zur Temperatur im Bunker, hier herrschen im Sommer wie Winter 12 Grad, beschreibt sie die Ausstrahlung ihrer Keramiken so. Wir arbeiten halt so, dass viele Flächen frei bleiben, also nicht alles abgedeckt ist mit Glasur und dadurch hat es eine sehr warme Ausstrahlung. Anja von Becker hat sich Gedanken gemacht und weiß ganz genau, was ihr Unternehmen in der Ausstellung zeigen wird. Ich denke mal, es sind große Räume, also werden wir hauptsächlich mit großen Sachen kommen. Also wir machen mehrteilige Stelen oder momentan ganz viel auch Brunnen. Ich stelle es mir sehr reizvoll vor, diese doch sehr reduzierte Form von dieser Röhre einfach mit den Sachen zu bestücken. Aus Ahrweiler kommt mit Gold- und Silberschmiedemeisterin Angelika Kniel eine Handwerkerin, die die Verbindung aus robuster Tunnelröhre und filigranem Handwerk reizvoll findet und ihre Arbeit mitbringt, die sie so beschreibt. Die Stücke sind Einzelstücke und ausgesuchte Materialien, die jetzt je nachdem zu dem Kunden auch wirklich gehören und passen. Ob es jetzt Perlen sind, Koralle, speziell gerne arbeite ich mit Opalen zusammen, wo die Farben eine große Rolle spielen. Das ist eigentlich etwas, was man doch schon schätzt und jeder hat sein Schmuckstück, sein persönliches. Leben und Arbeiten in Ahrweiler, für Angelika Kniel ganz normal. Hier fühlt sie sich wohl, begrüßt ihre Kunden aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland. Über den unheimlichen Nachbarn, der im Ernstfall die gesamte Führung des Staates aufgenommen hätte, erfuhr man im Ort nichts. Und doch hat man sich mit der Anlage gedanklich auseinandergesetzt. Bis heute. Ich denke, der Bunker ist für uns so ein kleines Geheimnis geblieben, der sich jetzt so langsam durch diese Ausstellung vielleicht doch etwas öffnet und einen anderen Blickwinkel für uns bekommt. Für Fotografenmeister Werner Baumann öffneten sich die Bunkertore bereits vor Jahren. Er ist einer von vielen Fotografen, die in diese Welt eintauchten und sie im Bild dokumentierten. Und jetzt neben Kajo Meyer, Herbert Piel und Matthias Brandt einer von vier Fotografen, deren Arbeiten im Bunker ausgestellt werden. Ein Shooting an einem ungewöhnlichen Ort, das auch für die berufliche Vielfalt steht. Ein sehr breites Arbeitsspektrum. Und fotografieren von medizinischen Teilen bis zu Architekturen, Katalogen, ganze Kunstbuchproduktionen. Wir sind also, außer für schwere LKWs, weil die hier in unser Studio, wie Sie sehen, nicht reinpassen, machen wir so ziemlich alles. Für den Fotografen war der abgerissene Bunker nicht nur ein Motiv vor der Kamera, sondern auch ein Zeitzeuge, der beseitigt wurde. Welcher Eindruck kommt bei der Erinnerung an diesen Termin hoch? Ein sehr zwiespältigen eigentlich, weil ich auf der einen Seite nicht einsehen konnte, dass man für eine wahnsinnige Menge Geldes den Bunker zurückgebaut hat. Auf der anderen Seite war ich selbst Offizier bei der Bundeswehr und musste damals furchtbar Geheimnisschutz betreiben. Und jetzt wird das Ding einfach auseinandergerissen und man tut auf der anderen Seite so, als könnte keine militärische Bedrohung die Bundesrepublik mehr ereilen. Das sehe ich etwas anders. Wenn Sie nun einen Einblick in dieses gigantische Stollensystem erhalten möchten, dann besuchen Sie diese Ausstellung auf jeden Fall.
Aber die Öffnungszeiten sind auf 2 Wochenenden begrenzt, und zwar auf den 21. und 22. sowie den 28. und 29. Juli. Aber ich kann Ihnen versprechen, ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Und somit sind wir schon wieder am Ende angelangt von HWK-TV. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Weiterbildung bei der Handwerkskammer Koblenz. Betontechnologie in Koblenz am 10.11. Schmuckgestaltung in Koblenz am 15.09. und Grafik am Computer Grundlagen ebenfalls in Koblenz am 15.09. Meisterprüfung bei der Handwerkskammer Koblenz. Gold- und Silberschmiede ab 18.08.2007 Vollzeit in Koblenz sowie Maler und Lackierer ab 28.09.2007 Teilzeit und ab dem 16.10. Vollzeit in Koblenz. Der ehemalige Regierungsbunker unter den A-Bergen öffnet zum ersten Mal in seiner Geschichte für die Öffentlichkeit seine atombombensicheren Tore. Die Ausstellung zeigt mit Foto- und Kurzfilmdokumenten am Originalschauplatz das Bauwerk in seinem heutigen Zustand. Die Ausstellung ist an folgenden Tagen geöffnet: 21. Juli 12 bis 18 Uhr, 22. Juli 10 bis 18 Uhr, 28. Juli 10 bis 18 Uhr und 29. Juli 10 bis 18 Uhr.